Boah. Das war, ja, gut. Es war nichts verstrahlt, aber immerhin. Es hat gewirkt. Das war auf jeden Fall notwendig, das auszuschalten. Na, wie fühlt sich das an, ihr mit euren dummen Ionenwerfern? Wie mischt das immer auf? Ich sitze zu viert schon. Und nerven darum. Boah, das ist ein Akt hier. Ich bin froh, wenn das Tiberium hier oben weg ist. Eigentlich sollte man das nicht sein. In Sicherheit, bringt euch. Zum Glück habe ich da. Die kommen hier eh nicht durch, die wird's wohl. Die müssen die Raffinerie schon angreifen, aber das wollen sie scheinbar nicht. Was machen die jetzt? Was machen die? Muss die alle einzeln immer hier anweiden. Schlimm. Das wird ein Channel so angenehm, da sind die viel klüger. Da sind es hier sind Hubschrauber, die da sammeln. Ich glaube, die machen nie Ärger. Verstärkungen sind eingetroffen. Kann sich ganz auf andere Dinge konzentrieren. Kaum noch Tiberium. Ah. Ich kann ja gleich mal ein bisschen vorrücken hier. Was gucke ich mir zuerst dann hier runter oder? Ich muss wohl erstmal die Basis hier wegmachen. Ich glaube, die ist leichter als die links. Ich habe zumindest. Ja, hier ist die übliche Basisverteidigung wieder mit zwei Türmen und zwei harten Türmen. Ach, ist das witzig. Ihr fühlt euch wohl toll. Er tut das, solange ihr noch könnt. Bis der mal schießt. Boah, wie viel hält er denn aus? Der hat mal einen ganzen Schuss von Obelisken ausgehalten. Wie kann das denn sein? Verstärkungen sind eingetroffen. Langsam bekommen sie es mit Angst zu tun, wenn sie meine Armee sehen. Schieß! Konstruktion. Eine Schuss noch, eine Schuss. Eine Schuss, danke. Eine Schuss. Du hast doch eh Schuße. So, ich würde sagen, ich speichere und greife an. Mal gucken, wie weit ich komme. Jawohl, Sir. Bestätigt. Die können ja die Obelisken übernehmen. Ich meine, sie kommen nicht mit Flugzeugangriffen, das hat so genervt. Jawohl, Sir. Breche auf. Also Orcas zähle ich da nicht mit, die sind jetzt nicht so gefährlich. In Ordnung. Act on Instinct, juhu! Wir lieben dieses Lied. Ich sage bewusst wir, denn keiner mag es nicht. Du. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Meine Lieblingszahl für einen Angriff. Und da kommt der nächste schon. Hier ist leider recht eng mal wieder, also es könnte trotzdem problematisch werden. Ist bis dahin vielleicht der nächste Atomschlag bereit? Hallo? Sag nicht, der Tempel ist zerstört. Das kann ja nicht sein, oder? Wie sollte das geschehen? Der ist noch. Hat er nur einen einzigen Schuss oder was? Der hat doch einen Schuss. Das kann doch nicht wahr sein, dass der nie wieder abfeuert. Man sieht einfach gar nichts mehr. Das ist jetzt heftig. Die Ionenkanone kann da tausendmal abschießen. Aber ich anscheinend nicht mit meiner Atomrakete. Oder es kommt irgendwann wieder. Weiter oben? Ist es jetzt oben positioniert? Nö. Man sieht nichts mehr davon. Sehr kurios. Theoretisch könnte ich ihn jetzt also verkaufen, den Tempel. Aber eigentlich sollte ich den ja... Wie war der Auftrag? Bauen Sie jetzt schon mal danach richten, verteidigen Sie den Tempel von Nord, habe ich gemacht. Alle Chidi-Eitri, ja, das muss ich jetzt noch machen. Ja, verteidigen. Nicht überrennen lassen und jetzt halt die restlichen Truppen ausschalten. Das wird eine harte Aufgabe. Ich würde gerne da unten noch ein bisschen... mit dem Tempel, mit dem Tempel aufräumen. Mit dem Nuklearschlag. Verstärkungen sind eingetroffen. Werkstatt würde ich auch gerne bauen, aber hier ist nirgendwo mehr Tiberium. Wie soll ich mir das leisten? Nein. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Wie sie aus der Luft kommen, die Schüsse. Bin gespannt. Hab gespeichert, ne? Er will auch wieder abhauen. Kommt mal alle erstmal rein, bevor wir angreifen. Oh, ich muss schnell die Orcas ausschalten. Oh, schnell drauf. Einfach drauf. Auf die bösen Türme.
Haben sie mehrere Bauhöfe oder nur einen? Wenn ich mehrere habe, haben die bestimmt auch mehrere. Ich hatte nämlich zwei. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Da ist der Bauhof. Fucking Bauhof. Macht's kaputt? Danke. Die Frage ist jetzt, ob ich Zeit habe, das Teil noch kaputt zu machen, bevor ich auf den Bauhof gehe. Nein. Ich hab euch dahin geschickt. Das ist weg. Ich könnte zwar den Bauhof einnehmen, aber das ist mir jetzt gerade zu heikel. Verstärkungen sind eingetroffen. Oh, hier kommt da mal mit. Schnell den Bauhof wegmachen. Und dann will ich auch die Heliports endlich wegmachen, die nerven mich gerade. Die können sie jetzt nicht mehr nachbauen, theoretisch. Seitdem sie haben noch irgendwo anders einen Bauhof. Könnte natürlich auch sein. Zack. Überfahren. Die Kaserne muss auch weg, unbedingt. Kommt meine Verstärkung? Danke. Brauche ich nämlich. Blöde Kaserne weg. Dumm. Ich greif dir auch mal an, bitte. Die haben es nachgebaut. Ich glaub's nicht. Kann nicht euer Ernst sein. Was ist das denn? Auch ohne Bau, weil der noch irgendwo weiter links einer steht. Darauf. Soll ich mich hier dann behaupten sonst? Wenn die immer alles nachbauen einfach. Da habe ich ja gar keine Chance. Krieg ich auch neue Einheiten? Wow. Ich krieg kein Geld wieder, weil die Sammler alles verkacken, ne? Habe ich hier noch Sammler? Sind die tot? Und hier oben wollen sie nicht mehr sammeln, wie immer. Ah, okay, das Übliche. Das Übliche. Eine Sekunde nicht aufgepasst, alles wieder ein Desaster. Ah gut, hier bin ich gerade überlegen. Für einen Moment. Darf ich das vernichten? Ich bin wieder unsicher. Beim letzten Mal, in der letzten Mission habe ich es dann verkackt. Ich bin mal einen Moment überlegen, aber ich habe leider kein Tiberium. Oh. Bauen sie das sofort wieder nach. Wie soll ich denn? Ich muss da die Leute hinstellen, damit sie nicht was bauen können, wo einer steht. Das ist so eine Verzweiflungsstrategie, total doof. Was soll das denn jetzt? Es gibt halt leider kein Tiberium mehr. Jetzt haben wir ein dickes Problem. Eigentlich müssten die hier nichts mehr bauen können. War das klug, zuerst diese Basis anzugreifen, ist auch so die Frage. Aber sie haben halt so oder so dann noch ein paar Hof. Entweder hier oder drüben. Sehr klug jetzt mit Mammut gleichzeitig das hier anzugreifen. Nee, was haben wir hier noch? Da geht's einfach nur raus, okay. Das soll noch weg, das Teil. Das ist mir sehr unsympathisch. Jetzt steht da drüben wieder eins. Yay! Lass mich nicht in Ruhe. Weg damit. Jetzt ist oben links die einzige Einnahmequelle, die ich noch habe. Weil hier unten aber nichts mehr ist. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin hier eingekesselt. Wollte ich mal bemerkt haben. Und der Mammut will da oben wieder Stress machen. Nein, meine schönen Obelisken. Auf ihn. Die merken, dass ich noch da bin. Ist ja nicht ganz dumm. Oh, wie oft darf ich das jetzt noch machen? Ich muss ja irgendwie wieder eine Armee aufbauen, aber ich habe kaum. Und die greifen mich auch noch an. Yeah. Irgendein Sammler, der wieder drumrum steht wahrscheinlich. Meine beiden. Ja, scheiß drauf. Mach das Kraftwerk weg, vielleicht bauen unsere irgendwelche Gebäude nicht nach. Nein, nicht zu nah ran, bevor die noch abschießen. Das Teil ignorieren wir jetzt erstmal, das will ich nicht haben. Da
Das nervt nur. Mal gucken, ob sie hier weiterbauen. Wenn sie gleich keine Einheit, keine Gebäude mehr hier haben. Ich hoffe, die Mauern zählen nicht, da können sie ja theoretisch auch nichts mehr bauen. Oh nein. Das können sie noch bauen. Das ist das Übelste von allen. Das erfordert immer erhebliche Verluste, um da das kaputt zu machen. Komm, schafft ihr noch, oder? Geht der noch kaputt oder will er abhauen? Er will abhauen. Soll er doch. Ich muss die Teile schnell noch kaputt machen. Ich hoffe, dann können sie nicht mehr bauen. Hoffentlich schaffen sie das noch. Kann ich die als Verstärkung noch hinschicken? Theoretisch ja, ne? Dann machen wir das doch. Hätte ich vielleicht schon früher machen können, aber da waren es ja eh noch nicht so viele, als dass ich das gelohnt hätte. Hab wieder keine Raxirus hier oben. Ah, ich mich das alles aufregt. Hoffentlich können sie nicht nochmal eins dahin bauen. Wo kommen die restlichen hier? Die lassen sich Zeit, schlimm. Der kann weit genug wegstehen zum Schießen, sehr schön. Schnell genug sein, bevor sie hier noch was bauen. Ja, der kommt zu mir, egal. Der will eher bauen. Du Schießer! So. Wenn der jetzt verreckt, dann alle darauf. Gehe ich jetzt einfach mal schnell, bevor sie wieder was Neues bauen. Ich hoffe, dann ist hier alles gesichert hier unten und können nichts mehr neu bauen. Puh, es war ein Akt. Immer wieder alles neu aufgebaut. Nein, wie kommen sie? Wie können sie das denn jetzt aufbauen? Das sollen sie eigentlich nicht dürfen. Ich glaube, ich muss die ganzen Mauerstücke doch noch kaputt machen. Die sind genauso viel wert wie meine Sandsäcke. Oder sie können echt mitten in der Pampa einfach Sachen aufstellen, das glaube ich aber nicht, oder? Dann hier oben noch. Da können sie nicht immer die Waffenfabrik aufbauen. Das Teil nervt so, ey. Komm, das muss weg. Das muss weg. Blödes Teil. Reparieren sie es immer noch? Nein? Gleich erst? Alle machen damit, bitteschön, das schaffen wir das nicht. Ja, ich habe wieder zwei. Boah, ohne Obelisken wäre ich aufgeschmissen. Ah, kein Geld. Hier sind meine Sammler. Okay, der lässt sich einfach abschlachten, gut. Der eine ist schon kaputt scheinbar. Oben habe ich auch nur noch einen. Puh. Das kann ja heiter werden. Ich glaube, dann ist es klug, einfach einen Ingenieur reinzuschicken, aber erst beim nächsten Mal. Wo habe ich die Kaserne? Die ist oben, ne? Dann brauche ich noch eine Hand von Nord. Hier verkaufe ich die. Hoffentlich war das kein Fehler, die jetzt oben zu verkaufen, aber ich denke nicht. Konstruktion fertig. So. Nein. Ich brauche Ingenieur. Da kann ich dann immerhin noch Geld mitmachen mit der Waffenfabrik. Theoretisch. Da haben sie ja wieder was nachgebaut. Haben sie das gerade neu gebaut? Wieso können sie da noch Sachen bauen? Nervig. Alles muss weg. Die Mauer muss weg. Mal gucken, wie lange der Sammler noch aushält. Immer alles so am seidenen Faden, das gefällt mir nicht. Mal sehen, was sie noch hier versuchen aufzubauen wieder. Bringt ja auch nichts, mich selbst hier auszubreiten. Hier gibt es ein Multiverium. Ah, jetzt kommen sie noch mit dem Boot. Was ist das denn jetzt für eine linke Tour? Schnell, macht's kaputt. Der will nicht, okay. Boah, wie schlecht, wie schwach die sind. Übel. Nicht mal halb so stark wie ein Mammutpanzer. Ah ja, da bin ich ja gerade rechtzeitig da. Hoffentlich kann das Teil nicht die... Nee, so weit kommt's nicht. Na, jetzt habt ihr keine Wahl. Yay, da kann ich direkt hier meine Panzer rausschicken, das ist doch schön. Jetzt könnte ich auch GDI-Panzer bauen. Kann ich Mammuts bauen? Das wäre so genial.
Der ist auch stärker, aber der kostet auch mehr. Konstruktion fertig. Der kann jetzt gar nicht hier raus, weil... Ja, das ist die falsche Einheit. Aber dann baue ich halt den hier. Der ist eh stärker. Yay, in der Nordmission mit GDI-Einheiten. Oh, was ist da zu sehen? Nur ein Sammler. Komm, dann bringen wir das mal zurück. Dann haben wir schon mal ein bisschen was wieder. Oh, oh. Obelisken habe ich zum Glück noch. Es war eine sehr gute Idee, da einen Obelisken hinzubauen. Zum Glück habe ich das realisiert. Jawohl, Sir. So, eine Waffenfabrik bauen sie nicht mehr dahin. So viel dürfte sicher sein. Jawohl, die kaufe ich dir auch nicht. Jawohl, jetzt haben sie schon zwei von den Türmen. Hoffe, sie bauen nicht mehr so einen üblen Turm hin. Einen Raketenturm. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Hallo, in Blau. Jawohl. Du bist ja wunderhübsch. What? Oh, da oben. Moment, jetzt erstmal auf das Boot hier. Das muss endlich verrecken. Sonst nervt mich das noch lange. Hm. Gut, jetzt hier hoch. Hocheilen, dann wieder runter. Ah, ich bin so zittrig. Ich muss mich kurz mal ein bisschen aufrichten. Ich lieg ja immer hier so übelst lange rum. Und dann stehe ich irgendwann auf. Ich richte mich irgendwann auf und dann... Dann, ah! Jetzt muss ich es auch noch reparieren, Mensch, Scheiß. Was soll denn das? Wieso können sie das denn bauen, so weit in der Pampa? Das geht doch eigentlich gar nicht. Yay, ich verliere Einheiten. Bei Channels ist es auch so schön, wenn man in der Nähe der Waffenfabrik ist, dann werden die auch automatisch repariert. Da gibt es hier so einen Kreis. Dann ist alles super. Weg damit. Jetzt ist gerade alles gut. So soll es bleiben. Wenn hier keine Mauer mehr steht, dann müssten die eigentlich hier nicht in der Lage sein, irgendwas noch zu bauen. Bin gespannt. Jetzt habe ich starke M... Wie heißen die? Panzer M1A1. Zwar noch keine Mammuts, aber das wird vielleicht auch noch... Wieso? Wie? Soll ich das akzeptieren? Ich meine, wie soll ich denn jetzt noch weiterkommen, wenn die da einfach immer Sachen bauen können? Was kann ich denn jetzt noch machen? Ich bin ja völlig hilflos. Oh. Ich glaube, die sind voll. Und ich glaube, die gehören bald mir. Schön, wie du deine eigene Einheit quasi anschießt. Können sie deswegen... Nee, das ist viel zu weit weg eigentlich. Oh, ich brauche ganz viele Ingenieure. Oh, da ist direkt die nächste Basis. Also die ist direkt angrenzend. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, da wäre ein bisschen mehr Platz. Yay, wir dürfen wieder was abschießen. Können wir das einfach ignorieren, den Scheiß? Die Raffinerie hätte ich auch ganz gern, aber ich hole mir erstmal ein Silo. Hoffentlich ist in den Silos was drin. Ich brauche den anderen Bauhof noch. Um den Bauhof geht's mir. Der nervt. Die haben bestimmt nur noch einen. Der muss weg. Der ist leider sehr gut gesichert. So viel darf man davon ausgehen. Mal gucken, ob sie jetzt hier noch weiter bauen, wenn ich schon hier ihn ans Leder gehe. Ich habe leider auch nicht mehr ewig Einheiten. Was? Das ist der Falsche. Was machen die hier? Ich wollte... Das ist nicht meiner, das ist das Problem. Wo ist meiner? Meiner scheint tot. Schön. Dann brauche ich mal eine Raffinerie wieder. Habe ich gerade Geld bekommen durch das Silo? Das scheint mir fast nicht so. War das so leer? Ernsthaft? Eieiei, weg damit. Den ganzen Kram. Kann es nicht mehr sehen. Will es nicht mehr sehen. Die haben so viele vorgeschobene Basen und Vorposten noch. Heftig. Wo stelle ich jetzt die Raffinerie hin? Hier oben ist halt noch ein bisschen... Aber hier auch. Dann brauche ich eigentlich hier noch eine. Ich habe hier keinen Sammler mehr, deswegen mache ich das. Ich hätte auch einen Sammler bauen können. Das kommt aber aufs selbe raus, glaube ich. Einheit verloren. Oh, ja. Was wollen die denn jetzt? Hilfe! Hilfe! Rückzug!
Hab leider kein Geld mehr, das ist das dicke Problem. Schieß mal das Silo kaputt. Mein bester Mann. Was macht er denn jetzt hier? Ich hab nicht mehr viel hier, was es sich zu killen lohnt. Nein, was macht der mit meinem tollen Techniker? Überfahren. So. Können wir jetzt noch ein bisschen was Tolles noch sammeln? Mist, der sammelt auch wieder. Das Boot ist schon wieder weg, aber immerhin, es heilt sich nicht. Aber die bauen ja alles nach wieder. Jetzt habe ich keine Truppe mehr, die irgendwie in der Lage wäre, in die feindliche Basis zu kommen. Denn die ist schon sehr gut gesichert wieder. Und ich habe keinen Nuklearschlag mehr. Das ist das Schlimmste überhaupt. Die hole ich mal noch runter. Die sind da am ehesten noch zu gebrauchen. Kümmert sich um den, bevor er mir noch mal ins Leder will. Soll ich mit denen noch irgendwas machen? Da ist noch ein Ingenieur drin. Da kann ich mir noch irgendwas holen. Ob sich das lohnt. Eieiei, wir sind schon immer wieder belästigen. Das ist so nervig. Hab ich den jetzt geholt? Nee. Kann der sonst eh nichts mit dem machen. Der Ingenieur ist drin, hoffe ich. Wahrscheinlich nicht. Wo soll er sonst sein? Hol ich noch ein Silo? Ich hätte vielleicht Raffinerie holen sollen. Wo hab ich jetzt eine... Oh, bitte keinen Sammler verlieren. Da, nein, du gehst wieder hier hoch. Hat das irgendwas gebracht? Minimal vielleicht. Die schießen, glaube ich, nicht von selber, wa? Das ist voll doof. Die bleiben jetzt dran. Fungieren auch ein bisschen als Kanonenfutter. Das müssen sie jetzt einfach endlich mal ausschalten, dann habe ich da wenigstens mal meine Ruhe. Ist das nicht schön? Da muss ich halt immer wieder diesen blöden Turm kaputt machen. Mal gucken, ob ich jetzt die Leute anlock. Ah, den Mammut, die Mammuts mögen das gar nicht, wenn ich... Boah, jetzt haben sie schon zwei Türme. So am Arsch. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich bin zu ineffizient gewesen. Keine Ahnung. Einheit verloren. Einheit verloren. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Ich hätte vielleicht echt nicht hier direkt angreifen sollen. Ich speichere nochmal unter dem neuen Stand. Aber irgendwann darf ich wahrscheinlich nochmal ein paar Stände zurückgehen vor dem großen Angriff. Und dann weiter links angreifen. Aber ich weiß nicht, ob das wieder... Ob das irgendwas ändert. Werden wir noch erleben. Ich hoffe, die werden da jetzt nicht behelligt. Wieso fährst du nicht hier lang? Ist doch alles frei. Ja, deswegen vielleicht, weil da ein böser Turm ist. Und jetzt will er... Ah, dumm kann man sein. Erstmal ewig in die andere Richtung fahren und dann doch da lang. Unglaublich. So muss die funktionieren wohl auch ohne Strom. Erstmal darauf würde ich sagen, damit das nicht nervt. Mein armer Typ. Ja, irgendwie muss ich ja mal Geld verdienen, ne? Der Sammler ist echt tot. Wieso ist er so schnell gestorben? Und hier oben habe ich auch keinen mehr. Fällt mir gerade mal so auf. Ich brauche irgendwo noch einen Sammler. Wie kriege ich den jetzt? Nein. Ich kann gar keinen Sammler bauen, oder was? Doch, natürlich. Dafür muss ich halt den Tempel verkaufen? Nö. Das sollten wir verkaufen können. Da kriegen wir auch ein bisschen Energie. Dann können wir ein normales Kraftwerk bekommen. Haben wir noch ein normales Kraftwerk? Das sind alles Großkraftwerke. Vielleicht kann ich darauf verzichten und auf einen Obelisken, hoffentlich auch.
Da muss ich mich jetzt halt leider dazu entschließen. Aber das wird eh nichts. Ich gucke mich jetzt hier nur kurz noch um. Und das reicht für den Sammler. Herrlich. Die können sich ja mal um die kümmern hier. Auch wenn sie die nur wütend machen, wahrscheinlich kommt der irgendwann. Ach, Moment, der ist hier unten rausgekommen. Ah, war vielleicht nicht so gut. Warum kommt der unten raus? Aber die Panzer können da nicht lang. Jetzt ist das hier natürlich wieder nachgewachsen, das Teil. Ich muss mich jetzt hier umgucken mal. Oh, wurde da oben wieder was hingesetzt, was eh egal ist, weil da ein Obelisk alle abfängt. Dann ist ja alles in Ordnung. Moment. Was ist denn da los jetzt schon wieder? Wird gebaut. BMT kann ich bauen. Wieder ein leeres Sibiriumfeld. Ja, in zwei sogar. Alles komplett leer. Ich muss alle Einheiten hier rausbringen. Alle Chidi-Einheiten. Wie soll ich das bewerkstelligen? Ohne Geld. Geht's hier auch wirklich hoch oder nicht? Jetzt werde ich aus der Luft noch behelligt. So ganz verstehe ich nicht, wie man das machen soll. Mit so wenig Möglichkeiten. Bloß nicht durch den Haupteingang, wäre nicht blöd. Nicht ganz. Ich will nur den Hauptbahnhof, genau. Den Bauhof. Plätten. Hoffentlich lassen die mich in Ruhe. Vielleicht haben die gar keine Einheiten mehr. Ja, die kommen gleichzeitig hier oben hin, oder was? Ja, egal, ist mir jetzt Schnuppe. Ich muss hier durch. Die Helix am besten auch ganz schnell wegmachen. Die Heliports. Helix, genau. Sind ja nicht bei Deszen. Da, schnell die Helis weg. Die sind mir gerade ganz wichtig. Wie er sofort wieder aufgefüllt ist. Übel. Na, ich bin gespannt. Wieso kann ich keine M1A1 mehr bauen? Ach, hier ist... Okay. Weil sie so ein dummes Teil da gebaut haben. Alter, Mann. Na gut, da muss ich wieder Fäuste von Nord bauen. Ich hätte es verkaufen sollen, Mann. Hab's nicht mitbekommen. Wenn das kaputt ist, dann ist er auch kaputt. Super. Wo ist der fucking Bauhof? Der ist bestimmt hier mittendrin, ne? Da wird der auch noch repariert. Macht's kaputt, schnell. Wieso ist der jetzt schon wieder aufgeladen? Verstärkung naht. Dann schaffen wir das. Es ist kaputt. Aber das war's dann und auch. Ist das der Bauhof? Wie soll ich denn jetzt noch eine Chance haben? Hm? Hier oben ist auch kein Sammler mehr. Gestoppt. Allein für das bisschen wird es schon noch lohnen, da einen Sammler hinzubauen. Muss ich das schon wieder mal verkaufen? Jawohl, Sir. Breche auf. Sofort, Sir. Jawohl, oh, sehr schön, wie ich hier nicht sammeln darf. Aber immerhin, ich hoffe, die haben jetzt gar keinen Heli mehr. Mist, da haben sie noch einen. Der ist fast kaputt. Ah. Soll ich angreifen? Speicher hier runter. Das Dumme ist, der hier wartet. Wenn er weggehen würde, wäre alles gut. Ich will ah, er geht weg. Er guckt zumindest weg. Ich will nur wissen, ob da auch... Ja, der kommt sofort zu mir. Toll. Ob da der Bauhof ist. Der Hauptbahnhof. Nee, ist er nicht. Gut, das hat er jetzt nicht geschafft. In Ordnung. Ich will mich nur mal ein bisschen umgucken, wie schwach es plötzlich ist. Verloren. Hätte ich vielleicht, wenn ich nach rechts gegangen wäre, mehr erreicht. In Ordnung. Das ist die nächste Frage, die sich mir stellt. Nirgendwo ist mehr Tiberium. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Tiberium-arme Karte. Wie soll man denn sowas schaffen? Ich überlege ja, ob ich Stealth-Panzer bauen sollte irgendwie, ob sich das auszahlt. Solange es keine Raketentürme sind, komme ich ja gut durch. Das ist der Bauhof. Interessant. Ja, Mist. Da muss ich mich irgendwo anders hinstellen.
Hätte ich mit der Truppe vorhin es schaffen können, aber dann kommen sie aus der Luft halt immer. Lasst ihn doch einfach in Ruhe. Er tut euch nichts. Das ist das letzte Stückchen, was sie noch haben. Wenn ich das hier kaputt gemacht habe, habe ich gewonnen. Also gar nicht mal mehr so viel, aber zu viel. Moment, wie kann ich denn jetzt... Ich muss den zweiten Obelisk auch noch verkaufen, oder was? Den da oben kann ich nicht verkaufen. Den Tempel von Nord brauche ich auch noch. Den Bauhof? Nee, das kann ich vergessen. Obelisk muss weg. Die Raffinerie bringt mir hier auch nichts, weil ich ja keinen sammeln lassen kann. Also kommt die hier auch weg. Brauche ich auch, ne? Ja. Muss sein. Jawohl, Sir. Ja, schön kleiner Stützpunkt, so gefällt's. Hey, wieso reicht's nicht? Ich dachte, es reicht. Hat die nicht 1000 gegeben, die Raffinerie, und hier war nicht mal mehr die Hälfte notwendig? Wie ist das denn jetzt geschehen? Wie sie hier wieder ihre eigene Basis aufbauen? Ah, wo haben sie das Geld her? Gut, da muss der weg. Geht jetzt nicht anders. Und ich greife sie auch noch an, ich habe keinen Obelisken mehr, schön. Kein Problem, du sagst es. Mal gucken, ob wirklich kein Problem. Ja, super, ich will jetzt nicht mit ansehen, das ist ja schrecklich. Yay, ich krieg wieder Nachschub. Warum sie jetzt überhaupt noch? Eigentlich müssten die ja auch knapp bei Kasse sein. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Der eine allein schafft's wieder. Mal sehen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, Verstärkungen sind eingetroffen. Einheit verloren. Jawohl, ja, greif doch an und lass dich nicht einfach... Boah. Einer allein schafft's leider nicht. Jawohl, Sir. Kann nicht wahr sein. Einheit verloren. Kann ich keinen Tempel von Nord mehr bauen, jetzt kann ich eigentlich auch nicht mehr gewinnen. Ich frage mich immer noch, ob ich wirklich einen Tempel hätte bauen sollen, also irgendwie sehe ich gerade nicht den Sinn so. Am Ende hätte ich vielleicht mal gucken können, ob ich den holen soll. Weil ansonsten hat er mich nur 3000 Euro gekostet. Und hier oben ist am Ende noch die Beere übrig, unten ist alles weg. Die Mission ist ganz komisch, muss ich ja sagen. Verstärkungen sind eingetroffen. Der sollte das jetzt mal schaffen. Der lässt sich einfach abschlachten, ist das nett. Kommt auch nichts raus. Ich baue jetzt noch so viele Panzer wie möglich. Boah, die bauen alles wieder auf. Deswegen greifen sie vielleicht auch gerade nicht so an, weil sie erstmal ihre Gebäude wieder aufbauen müssen. Also eigentlich kann es ja gar nicht mehr klappen jetzt. Aber wir gucken aber mal. Wieso lassen sie mich nicht in Ruhe? Kann nicht wahr sein. Dann lassen wir mal so da stehen. Jawohl, Sir. Ja, ich bin ein bisschen wieder erschüttert, dass er so laufen musste. Warum sammeln die nicht da unten? Sind die so unklug? Wichtig ist jetzt für mich, ich greife hier an, dann muss ich das hier nur ausschalten und dann kann ich zum Bauhof. Den Mammut und das Teil, das sind dann meine Feinde. Und ich würde sagen, mit 10 Panzern schaffe ich das, den Bauhof da auszuschalten. 10 sollten reichen, das sind ja nicht mal so viele. Aber leider sollten die nicht so beschädigt sein. Brecher auf! Brecher auf! Ah, der ist ja auch direkt reingerannt. Danke. Die wollen ja echt alles belagern, unbedingt. Wieder kein Geld. Jawohl, Sir. Ich hab nur noch ein Flugfeld. Jawohl, Sir. Und ich muss halt hier auf den warten. Und wenn der jetzt abgeknallt wird, irgendwie. Aus der Luft wohl nicht, denn die Helis sind wohl nicht mehr vorhanden, obwohl die da noch einen Heliport haben, aber scheinbar kein Heli. Ich kann auch locker nochmal eine Raffinerie, ein Kraftwerk wegmachen. Ich brauche zwar später wieder den Tempel, aber das ist jetzt erstmal wohl egal. Deswegen kommt das hier weg. Noch eins. Kann sogar noch eins verkaufen. Vielleicht nicht das, weil das vielleicht die abhält. Egal. Konstruktion fertig. Das hier würde ich gerne wegmachen, das stört mich. So. Bisschen mehr Kohle mal. Ungewohnt. Habt ihr es gemerkt? Hier waren Raketenboote am Anfang und hier unten auch nochmal. Die haben zwei Raketenboote und ich habe gar keins.
Und sie haben Orcas. Ich kann nichts mit der Lufthoheit irgendwie machen. Sie bauen echt noch wieder Einheiten. Es geht mir halt echt um den Bauhof und dann kann es ja vielleicht noch was werden. Ich habe halt zwei Bauhöfe. Oh, es wird hier schwieriger reinzukommen. Sollen wir wieder auf 20 Panzer gehen? Aber ich habe ja schon 4, 5, 6, 7, 8. Kann ich mit dem Ingenieur irgendwas einnehmen? Ein Silo, was ja eh nichts gebracht hat. Und sonst kommt er nirgendwo hin. Wo habe ich eine Einheit verloren? Sammler nicht, das ist das Wichtigste. Ja gut, da ist alles in Ordnung. Wieso kommen sie da überhaupt immer noch hin? Das nervt. Das ist gefährlich. Aber immer nur von links. Also ich denke, von hier rechts habe ich nichts zu befürchten. Das Teil nervt mich immer noch hier. Dieser dumme Grafikfehler. So viele Panzer wie möglich. Ich habe auch keinen Bauhof mehr, ich kann nichts bauen. Scheiße, eigentlich habe ich also verloren, ne? Wegen Tempel von Nord, da war ja was. Naja, ich habe ihn einmal gehabt, vielleicht reicht das. Jetzt versuche ich einfach nur noch zu gewinnen, indem ich die GDI ausschalte. Das ist eigentlich verzweifeltes Unterfangen. Ein bisschen denke ich schon, dass ich es eh nicht mehr schaffen kann, aber ich probiere es halt aus. Chinook. Ich glaube, so heißen die Sammler in Generals auch. Oder so ähnlich. Ich freue mich auf Generals. Das sind feindliche Ingenieure, ne? Ach, zwei sind's nur. Ich habe ja noch meinen eigenen Ingenieur da. Was wollen die eigentlich hier? Einfach überfahren. Haha, weit auf einmal. Und jetzt noch die hier oben. Alles schön unblutig lösen. Wollte ich eigentlich. Ja, so geht das nämlich auch. Dann schießen wir uns auch nicht gegenseitig selber an. Das Tiberium ist bald leer, dann haben wir ein Problem. Da ist das Gute, dass man nur einen Sammler hat. Da kommt das Wachsen ein bisschen hinterher. Man hat es ja nicht so schnell, aber im Endeffekt hat man mehr davon. 3, 6, 9, 10. Da sind ja die 10, die ich wollte. Kann es ja mal ausprobieren, spaßeshalber, auch wenn ich nicht wirklich daran glaube. Aber so kleine Scherze lasse ich mir nicht nehmen. Na komm, auswählen. Dummes altes Spiel. Den Sammler, den will ich jetzt nicht angreifen eigentlich. Wenn ich den jetzt angreife, sind alle wütend. Die greifen bestimmt von selber an, wenn sie jetzt vorbeifahren. Ich kann es nicht verhindern. Ja, ich hab's ja gesagt. Aber keiner reagiert, das ist ja interessant. Habe ich nichts dagegen. Nur zu. Konstruktion fertig. Kommt er noch mit? Wird gebaut. Verstärkungen sind du darfst mit. Bestätigt. Jawohl, Sir. Und, oh, das sind viele Einheiten. Ich glaube nicht, dass das was wird. Wir probieren's. Der wird leider nicht fertig. Oh, da warten auch noch Leute auf mich. Yay. So kann es ja nichts werden. Das ist halt zu eng hier alles wieder. Bestätigt. Leider. Jawohl, Sir. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Kann ich da rüber schießen? Dann ist alles gut. Oder mich einfach hier unten verstecken? Passt das? Und die kommen. Da kommt noch ein Orca, klar. Natürlich. Jawohl, Sir. Bestätigt. Das Teil muss leider weg. Und der Mammut auch. Da kommen wir nicht drum rum. Der muss mitkommen. Muss alles jetzt in die Waagschale. Oh, was macht er denn da? Er legt das Feuer auf sich gut. Immer dasselbe mit den Idioten. Auf. Ah, oh, jetzt greift der natürlich an. Ganz knapp ist er nicht fertig geworden. Was macht der denn jetzt für einen Scheiß? Ich glaub's einfach nicht. Ich könnte einen Ingenieur reinschicken. Anschießen, abschießen. Du kannst ihn überfahren. Wenn der Bauhof schon weg ist, ist es schon mal ein schöner Teilerfolg. Du sollst einfach drüber fahren. Ja, er will einfach ausweichen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Welcher auch? Einheit verloren.
Die wollen einfach nicht. Mir das gönnen, scheinbar. Er schafft's einfach nicht, der Idiot. Gut, dann kümmern wir uns nur um den Bau. Erstmal. Schick den jetzt direkt hier hin, sonst ist das zu dumm. Ich kann ihn doch. Wie sie jetzt alles hier wieder sammeln. Die feindlichen Einheiten, die feindlichen Sammler. Richtig unfair. Kriegt das hin? Kriegt das hin? Yes! Alles wieder offen. Ja, das wird witzig, ob die das noch schaffen. Ja. Ja, toll. Ich will die Kaserne noch wegmachen, dass wir eine große Genugtuung da haben. Es ist zwar auch noch eine, aber das wäre ja die halbe Miete dann quasi. Greifen die mich jetzt an? Mist. Komm zurück. Wir fahren. Na, wie fühlt sich das an? Schön, dass das andere Teil nicht, ne? Um meine Basis kann ich mich jetzt nicht kümmern. Ich muss hier die andere Basis angreifen. Nein! Dumm! Boah, sind schon zwei. Was macht er denn hier mit meinen... Alter! Geht's dir noch zu gut? Einen brauche ich dann mindestens mal. Ich habe nämlich hier einen verloren gerade, wie ich sehe. Den muss er unbedingt umbringen. Oh, jetzt kommen sie aus der Luft wieder. Ich hatte gehofft, ich habe das erledigt schon. Jetzt haben sie die Kaserne gerade wieder aufgebaut. Ich kann das jetzt leider noch nicht erledigen, scheinbar. Die Hoffnung war da. Ja, er wollte ihn einmal nicht überfahren. Er hätte es gekonnt, aber er wollte nicht. Der macht es dafür. Dann ist alles gut. Komm, du mit. Ich brauche deine Hilfe. Ja, der kommt da nicht mal durch, der Idiot. Der hat leider Raketen in der Bazooka. Eieiei, warum ist er nicht hier in den schmalen Gang gekommen? Weil er ausweichen wollte, ich sehe schon. Tschüss. Bin gespannt, ob ich hier mit zwei... Ich bin überrascht, dass ich überhaupt schon so weit komme. Greift mich schon nicht an. Die Kaserne ist mir schon mal sehr wichtig. Und er sammelt hier weiter, sehr brav. Was macht er denn hier? Zum Glück interessiert es keinen. Ich bin weg, ich bin weg. Hast du ihn? Nein. Aber er hat ihn. Ich bin mal zu dritt hier am Werk. Wow, wie viel. So selten so viel gewesen. Nerv mich nicht. Wie viele wollen mich jetzt hier bitte schon nerven? Das schaffen wir so nie. Wir müssen uns erstmal um den kümmern, leider. Du bist so dumm. Schaffen die das zu zweit? Wahrscheinlich nicht. So eine Tragödie. So ein leichter Panzer ist stärker als zwei von meinen stärksten Panzern. Ein Trauerspiel. Na, schaffen wir wenigstens den Panzer hier wegzuknacken. Wenigstens das. Ja, haha. Ist das nicht schön? Herrlich. Ja, aber fahr doch mal ein. Wie wär's? Ah, voll das falsche Lied. Das spiegelt gar nicht meine Stimmung wieder, weil ich gerade alles so verkackt. 2 Stunden gleich in dieser Mission schon. Und alleine schafft das. Er kommt dann wieder mit dem Orca und so. Kann ich hier warten oder kommt er dann gleich wieder? Immerhin, er wird davon abgehalten, den Sammler hier anzugreifen. Auch wenn der trotzdem irgendwie beschädigt ist. Ich weiß nicht woher. Das ist schade. Ich will jetzt nicht angreifen, weil ich befürchte, der Orca kommt dann. Ich will mindestens mal 2 Panzer haben. Ich kann noch ein Kraftwerk verkaufen. Noch mehr Einheiten. Ich kann die Einheiten ja runterschicken. Das ist doch mal eine Idee. Die hier alle zumindest. Das wäre mal eine Aktion. In Ordnung. Jawohl, Sir. Nur nicht den blöden Zivilisten, der bleibt hier und hält die Stellung. Selbstverständlich. Und der auch. Immer einzeln auswählen, super. Jawohl, Sir. Sofort, Sir.
Nicht den Panzer, den Sammler belästigen, bitte. Oh, die wollen es trotzdem. Jetzt kommen sie, selber schuld, sag ich ja nur. Echt selber schuld. So dumm. Schafft ihr jetzt wenigstens mal die Kaserne bitte weg? Das wäre so toll. Schnell raus und dann wegfliegen. Ich hab schon fast gedacht, da wäre eine übrig geblieben. Die müssen hier bleiben, denn die Schützen da ja wehen. Ja, super, und das war's dann schon mit meinen Einheiten. Die Kaserne ist immer noch da. Sie geht einfach nicht weg. Ah, sie geht nicht weg. Das ist alles nix hier. Das macht so keinen Spaß. Ich habe irgendwas Essentielles falsch gemacht. Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ich werde jetzt nochmal laden. Ich hoffe, ich finde den Stand.